Herzlich willkommen in meinem Herzenwerk-Orakel. Hier ist die Roswitha und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Legung heute. Heute mache ich ein Liebesorakel. Wir schauen uns mal an, was ist gerade euer Thema, was ist es nicht, was fehlt euch in eurer Beziehung und was ist der nächste Schritt. Wir fahren schon die 5 der Schwerter raus, oh weh, Kopfzerbrechen. Und es ist eine allgemeine Legung. Es kann nicht für jeden zutreffend sein. Es kann sein, dass es für viele stimmig ist, muss es aber nicht, da es ja eine Kollektivlegung ist, also die am meisten präsenteste Energie. Und solche Energien können genutzt werden, müssen sie aber nicht, denn wir alle treffen jeden Tag unsere Entscheidungen selber, ob wir heute links oder rechts gehen, ob wir heute diesen Weg zur Arbeit nehmen oder doch lieber beim Bäcker vorbeifahren. Also du weißt, was ich meine. Und genau. Ja, und ich rede immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Das heißt, wenn du als Mann zuschaust, drehst du bitte um. Im Deck, wenn die Dame fällt, dann steht die für den Zuschauer. Dein Gegenüber ist der Herr. Geschlechter spielen keine Rolle. Ja, und dann fangen wir mal an. Mit welcher Energie seid ihr gerade? Was ist euer Thema? Oh, da haben sich schon 2 umgedreht. Die Königin der Münzen und der Teufel. Die Königin der Münzen ist ja eine bodenständige Frau, die hat schon viel erreicht, ne? Die hat die Augen geschlossen, die ist zufrieden, die ist in ihrer Kraft. Die ist innerlich und äußerlich reich, die ist gut versorgt, gut genährt, die ist zufrieden. Die hat ihr die große Münze in der Hand, also die hat immer, die weiß, was wertvolle Chancen sind, die arbeitet daran, die ist auch fantasievoll, fleißig, die pflegt das, was sie hat, ihren Reichtum, ihren äußeren, ihren inneren Reichtum. Wie gesagt, und sie genießt das auch. Ne? Der Teufel ist aber der, da trübt irgendwie etwas euer Glück. Da geht es vielleicht um, ja, Affären, könnte sein. Ich möchte es nicht beschreiben, aber es geht hier um eine Abhängigkeit vielleicht. Auch um, es könnte sein, eine Sucht. Es geht um Versuchungen möglicherweise. Vielleicht geht es aber auch um Machtkämpfe. Also vielleicht ist da auch Misstrauen in eurer Verbindung. Die Königin der Münzen sehe ich jetzt eher so als deine Energie. Und irgendwie ist da auch Misstrauen in eurer Verbindung. Ich weiß jetzt nicht, wer wem misstraut, was da los ist. Und deswegen kläre ich mal mit dem Mondnacht-Lenormand von Patrick Scheller die Energien ab. Was geht es da genau? Okay, da ist schon der Berg. Also das sind ja, der Berg ist ja auch so eine gewisse Sturheit vielleicht. Eine Hürde, eine Blockade. Irgendwas blockiert euch da. Etwas, was schon länger Bestand hat. So ein Berg, der ist ja auch schon ewig da. Und mit dem Bären habe ich sofort den Gedanken, es geht hier um Eifersucht in eurer Beziehung. Und dann schauen wir mal, was wir, ja, und dann haben wir den Fuchs im Unterdeck, also Misstrauen, Eifersucht. Das blockiert auch deine Fülle natürlich, dein Zufriedensein und euer Zufriedensein in eurer Verbindung. Jetzt schauen wir mal, was ist es nicht. Das waren jetzt wieder zu viele. Oh, danke. Der Gehängte. Also der Gehängte wäre ja der Stillstand und das ist es nicht. Also ich glaube auch, momentan ist viel los in eurer Verbindung. Es dreht sich alles um das Thema. Da kann man ja nicht von Stillstand sprechen. Also da tut sich was. Ja, da sind viele Unklarheiten. Da geht es um Anpassung auch, an vielleicht um Tarnungen, Täuschungen, also irgendwie. Wie gesagt, aber es geht nicht darum, dass etwas stillsteht und da bewegt sich was. Also so ein
Chamäleon, das wechselt ja auch die Farbe, die Wolken bewegen sich auch am Himmel, also da ist kein Stillstand da, im Gegenteil, es geht hier um Unklarheiten, es geht hier um Täuschungen, die geklärt werden sollen, also und Missverständnisse auch, also aber nicht um Stillstand. Diese Missverständnisse, die kommen gerade bei euch auf den Tisch. Dann schauen wir mal auf der nächsten Position, was fehlt denn in eurer Verbindung? Was fehlt euch zu einem harmonischen Ausweg? Die 10 der Münzen. Ja, die 10 der Münzen, das ist die Sicherheit auch. Die Sicherheit, Stabilität in eurer Verbindung, vielleicht auch die Sicherheit über die Gefühle des anderen. Sind die Gefühle noch da? Ist man noch sicher in dieser Partnerschaft? Ja, es geht um Zufriedenheit, Wohlstand, Stabilität, auch eine erfüllte, zufriedene Beziehung zu führen. Und das zu genießen auch, glücklich zu sein, ja, auch in der Familie. Und das fehlt gerade. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch an Klärung bekommen. So, mal zwei. Ja, einmal dich und einmal der Zylinder am Unterdeck, die Fische. Ja, also es kann sein, dass hier, es geht eher um dich, um deine Zufriedenheit, um deine Fülle. Vielleicht bist du auch gerade in einer Unsicherheit. Vielleicht wurdest du plötzlich in eine Unsicherheit gestürzt, wollte ich jetzt schon sagen, aber es klingt mir jetzt zu übertrieben. Also vielleicht wurde es dir plötzlich bewusst, dass dir in dieser Verbindung, also emotionale Sicherheit fehlt, kann natürlich auch dein Gegenüber sein, aber in dem Fall steht die Dame für dich, also für den Zuschauer, ne? Und ja, da kommt oder da ist etwas für dich auch überraschend klar geworden oder ans Tageslicht gekommen, das fehlt dir. Vielleicht geht es auch darum, wieder Überraschungen in eure Beziehung zu bringen, damit diese Fülle und diese Zufriedenheit, diese Lockerheit, Leichtigkeit, also dass die Lebensfreude, dass die wieder Einzug erhalten darf. Wenn ich frage, was fehlt, dann und da bist du und der Zylinder, vielleicht fehlt es dir an Überraschungen oder es ist an dir, für Überraschung zu sorgen. Das weiß ich jetzt nicht. Das musst du für dich entscheiden, was für dich, was sich stimmiger anfühlt. Vielleicht fühlst du dich in einer Routine gefangen und dir fehlt es eben an Leichtigkeit, an Freude, an Glücklichsein. Vielleicht habt ihr nur Arbeit und immer Probleme und dann diese Eifersucht und ja. Da geht es ja auch um den Selbstwert deines Partners, sonst wäre er nicht eifersüchtig. Also er ist ja auch in dieser Unsicherheit oder ihm fehlt dann auch diese Sicherheit, dass er sich deiner sicher sein kann. Da muss man sich halt fragen, gibt man ihm Anlass oder was ist passiert, wodurch konnte das entstehen, wollte ich sagen. Ja, auf jeden Fall fehlt es dir an Lebensfreude, Sicherheit, Stabilität, an emotionalen Reichtum. Also es kann natürlich auch der äußere Reichtum sein. Vielleicht seid ihr in einer Mangelenergie. Ja, und da gibt es eben immer dann Probleme, Hürden, die zu meistern sind, wo man stark sein muss. Und ja, das kann sein, dass es ziemlich plötzlich kam. Wie gesagt, es kann aber auch sein, dass es hier um die Lebensfreude geht. Also ich habe schon das Gefühl, das Lachen fehlt. Schaut mal auf diesen Karten. Die lächeln sich an, da wird gespielt, da ist der Hund dabei, die Kinder tanzen im Kreis da hinten. Also das ist einfach schön, eine schöne Energie und das fehlt gerade in eurer Beziehung. Und da du hier gefallen bist, kann es sein, dass dir es ganz besonders fehlt oder dieses, vielleicht magst du es auch nicht mehr reingeben, vielleicht hast du dieses verloren, dieses Gefühl. Und jetzt schauen wir mal,
Was wäre denn der nächste Schritt für dich jetzt, weil du bist ja der Zuschauer, du bist der, der diese Kartenlegung anschaut und ich möchte ja, dass du irgendwie einen Impuls bekommst und ja, vielleicht mit der Situation besser, anders umgehen kannst und da weiterkommst einfach. Dann schauen wir mal, was ist für dich der nächste Schritt? Da haben wir zwei. Das Gericht und das Ass der Münzen. Das Gericht ist ja so die Erlösung, der Aufstieg, der Prozess, eine Befreiung. Also eine Befreiung und das Ass der Münzen ist so die Chance. Die Asse sind immer Chancen auf etwas und das Ass der Münzen, das ist so ein wertvoller Impuls. Also eine Chance auf Wachstum, auf Sicherheit, auf Stabilität. Und das Gericht, das ist eben die Lösung, Erneuerung. Vielleicht auch das Handeln. Also vielleicht hast du einen wertvollen Impuls, siehst Chancen, dass du hier ja wieder Stabilität, Sicherheit in der Liebe reingibst. Also es scheint hier mit dir zusammenzuhängen, dass du ja hier alle Werkzeuge in der Hand hast, dass in eurer Beziehung wieder Stabilität reinkommt. Dann schauen wir mal. Im Unterdeck habe ich gerade gesehen, die drei der Stäbe. Das ist ja auch so gute Aussichten. Also es steht unter einem guten Stern. Auf jeden Fall die Chance, dass da was wieder in eine, ja, in eine gute Basis kommt, gutes Wachstum, wieder in eine Sicherheit kommt. Ne? Genau, schauen wir mal, was da noch kommt bei den Lennermann-Karten. Da haben wir die, die sind jetzt da draufgefallen, die Lilien aufs Ass der Münzen. Also da geht es ja um Sinnlichkeit, Romantik, Leidenschaft, Wachstum. Also vielleicht kann hier der Impuls von dir ausgehen, dass du wieder mehr Romantik in die Beziehung bringst. Das kann natürlich sein. Du siehst hier auch die Chance. Also ich glaube auch schon, dass du dazu bereit bist. Und ja, mit dem Hund auf das Gericht, da darfst du auch vertrauen, dass dir die richtige Lösung und die richtigen Impulse, die Ideen auch einfallen. Und es geht ja da um Vertrauen, Treue, Zugehörigkeit, also die Chance auf Heilung, auf Wachstum, auf Erneuerung eurer Beziehung, eurer Liebe. Dass es eine wertvolle Partnerschaft gibt, ist auf jeden Fall da. Und am Unterdeck habe ich das Schiff. Das beschreibt ja auch eure gemeinsame Reise, euren Prozess, eure gemeinsamen Ziele, Sehnsüchte, Wünsche. Also da gilt es halt, die Basis zu schaffen, dass man da wieder in eine Richtung gemeinsam segelt und nicht in zwei verschiedene Richtungen steuert vielleicht. Ne? Okay, dann ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich dieses Liebesorakel öfter machen soll oder ob ihr nicht so gut findet. Also bitte ganz ehrlich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Alles Liebe. Bis dann.